das erlebst du nur in dieser Situation. Das ist nur genau im Moment. Das Programm habe ich schon vor 8 Monaten oder so angefangen zu üben. Ich bin so gespannt, aber auch ein bisschen nervös. Hallo, mein Name ist Gabriela und bin im 8. Semester Kontrabass. Und heute ist nach 2 Jahren Corona-Pause mein erstes Konzert vor Publikum. Es ist auch das letzte Konzert vor meiner Abschlussprüfung. Jetzt muss ich sehr schnell zur Hochschule gehen, weil die Pianistin wartet schon auf mich, um eine Probe zu machen. Wir haben morgen ein sehr wichtiges Konzert für unsere Kontrabassklasse. Das ist ein Abendklassenkonzert. Diese Klassenabend sind sehr wichtig für uns als Studenten, weil wir nicht so viele Möglichkeiten zum Spielen, so vor Publikum oder Vorspielen haben. Normalerweise am Anfang des Semesters und am Ende des Semesters. Und das ist die beste Möglichkeit für uns zu vorspielen vor Publikum. Das ist eine sehr gute Erfahrung für uns als Studenten. Nach dem Konzert gibt unsere Professorin Alexandra Scott Feedbacks und zu jeder sagt ein kleines Gespräch. Ich habe gerade eine Probe mit der Pianistin und wir spielen genau das gleiche Programm, das ich morgen im Konzert spielen will. Das ist natürlich sehr stressig für mich und ich muss die Pianistin vielmal entschuldigen, dass ich eine halbe Stunde später bin und sie wartet schon auf mich. Deswegen muss ich sehr schnell zur Probe und dann habe ich nur leider 20 oder 25 Minuten zur Probe, weil dann um 16 Uhr die nächste kommt. Deswegen ja, ich bin so gespannt, aber auch ein bisschen nervös. Hallo! Es tut mir sehr leid, aber mein Zug hat 40 Minuten Verspätung. Sehr gerne der Klang von diesem Instrument, dieser tiefer Klang. Auch das Kontrabass ist sehr wichtig in jeder Musik, im Orchester, auch in Folkmusik, in Jazz. Man braucht immer einen Bassisten und das macht ein besonderes Instrument für mich und ich bin einfach fasziniert. Ja, ich merke schon. Man muss jetzt aktiviert sein. Ja. Als Kind fängst du an und wenn du diese Leidenschaft von Anfang nicht hast, dann schaffst du es einfach nicht. Das war sehr anstrengend. Meine Muskeln sind nicht vorbereitet und sind nicht warm. Und genau. Also ideal wäre, wenn ich zum Beispiel jetzt mit Technik oder mit Etude oder Escal anfangen könnte und dann nach halbe Stunde, eine Stunde den Unterricht habe. Aber das ist manchmal so. Ich probiere heute ein bisschen mit Metronom zu spielen, weil ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ganz richtig. Jetzt brauche ich ein bisschen Pause, ungefähr eine Stunde gehe ich vielleicht draußen, ein bisschen entspannen und relax sein und dann komme ich wieder zurück und muss unbedingt ein paar Stunden üben. Vielleicht hier bis 22 Uhr, das ist eine sehr kleine Räume, wo wir auch üben können und jetzt übe auch jemand, noch jetzt nicht hier im Moment, aber
gibt noch eine. Hallo. Wir sind einfach Freundin und alles Bassisten und kleine Tierchen. Alles Studenten von der Hochschule. Und ja, das ist der andere kleine Raum, wo wir auch üben können. Es gab auch so viele Tage, dass ich nur eine Stunde oder halbe Stunde geübt habe, weil leider manchmal hast du auch als Studentin viel zu tun, viele andere Vorlesungen oder Proben und hast du nicht so viel Zeit, als du willst, zu üben. Ideal für mich wäre 6 Stunden, also mehr schaffe ich nicht, weil ich merke, mein Körper kann einfach nicht mehr, habe nicht, keine mehr Kraft. Das Kontrabass ist natürlich schwer zu spielen. Normalerweise haben wir Schmerzen, zum Beispiel im Nacken, im Rücken und die Finger zum Beispiel, wenn man viel übt oder wenn man schon lange eine lange Pause macht, zum Beispiel nach dem Sommer. Das ist auf jeden Fall sehr anstrengend. Wenn man nervös ist oder wenn man viel Angst vor dem Konzert oder auf der Bühne hat, dann das könnte so viele schlimmere Sachen passieren. Kannst du einfach eine Stelle vergessen oder die Bogen kann auch passieren, dass es runtergefallen. Also ich habe viele schlimme Sachen gesehen und deswegen ich glaube, dass wichtig ist, dass ich einfach in Ruhe bleibe und mich konzentrieren in meine Musik. Vorher, ich versuche immer Musik zu hören oder in Aktivität zum Beispiel. Ich mag sehr gerne ein bisschen bewegen, ein bisschen rausgehen. Dieses Gefühl und diese Energie hilft mir auch viel. Ich höre kubanische Musik, so Folkmusik. Ich gehe langsam. Viel Spaß, wir sehen uns. Viel Spaß. Ja, danke, ebenso. Also ich höre zu euch. Ich höre euch. Jetzt 2 vor. Dieses Moment, wenn du vor, also genau eine Minute, bevor du im Konzert oder auf der Bühne gehst, dann ja, natürlich merkst du, okay, ich muss jetzt echt das Moment und muss ich jetzt reinkommen und meine Beste machen. Und ja, natürlich hast du so ein bisschen dieses Gefühl, aber ich würde nicht nervös sagen, aber ja, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Das erlebst du nur in dieser Situation. Das ist nur genau im Moment. Das ist das Präsent. Du bist jetzt dran. Ja. Und zweiter Satz, erste Wiederholung und zweite ohne, ja? Ohne? Musiktheorie
mache ich nicht so gerne. Das ist auch so wie Mathematik. Also man muss auch ein bisschen mit Nummer zu tun. Und hatte ich nicht so viel Interesse darüber. Aber zum Beispiel Gehörbildung, Akustik, Formellehre, das sind alles wichtig für uns. Richtig geliefert. Wie hat das gefühlt für dich? War gut. Ja, Bühnenausdruck war genau richtig. Also egal, was man sich fühlt, du bist auf der Bühne und du hast alles gezeigt. Der echte Gabriele. Ich war sehr stolz auf dich. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten Monate vor deiner Prüfung. Es wird bestimmt noch eine Verbesserung geben, wenn das möglich ist. Und das war richtig sehr, sehr schön. Bravo nochmal. War super gutes Feedback und ja, ich muss einfach weiter üben, weiter spielen, weiter lernen und aber alles gut und bin sehr zufrieden. Und wenn ihr jetzt ein Video über eine Musikproduzentin sehen wollt, dann schaut doch mal hier in der ARD Mediathek. Und für ein weiteres Video schaut hier.